Also voran, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich persönlich lebe ja in einer sehr glücklichen und auch in einer sehr hormonischen Beziehung. Ja, jede Beziehung ist ja hormonabhängig. Das wissen übrigens in Amerika auch die Hormone. Die sind zwar ein bisschen hinter dem Busch. Aber ich meine, in den letzten 30 Jahren ist es doch für uns Männer hurenang und viel schwieriger geworden. Warum? Ein Beispiel. Während der Emanzipation haben die Männer gegen die Frauen um Vorherrschaft gekämpft. Heute kämpfen die Männer für Gleichberechtigung. Und in Zukunft müssen wir wahrscheinlich froh sein, wenn wir überhaupt noch geduldet werden. Sagt doch letztens eine Bekannte zu meiner Frau. Sie war eine Bekannte, keine Ankannte. Und ich habe heimlich an der Wohnzimmertür mitgelost. Ich meine, jemand hätte ja ein Kind ins Bett tun und die Küche aufräumen. Sag doch dir, gratuliere, du hast aus deinem Mann richtigen Neff gemacht. Aber ist sicher auch für ihn eine Verbesserung. Hallo? Meine, meine Frau hat sich für mich gewehrt. Nein, meine Frau. Übrigens, das Wort «meine» ist nicht ganz unproblematisch. «Mein» ist ja das Possessivpronomen, also ein besitzanzeigendes Fürwort. So nach dem Motto «Du, meine Frau, pff, in die Hölle hineinkommen!» Etwas, was man heute noch im Turbetal praktiziert. Nein, ich meine, ich bin ja nur schon froh, wenn ich den Mann an ihrer Seite, sprich den temporär zeitlich limitierte, aber eventuell doch möglichen Lebensabschnittspartner mit der Option auf eine weitere Begleitzeit darf sein. Ich bin zwar auch nicht rausgekommen, aber es hat gut getönt. Das sagt eben sie, mit der, wo ich ein einseitig vertragliches Verhältnis mit der Option auf eine weitere Begleitzeit habe, sagt sie, eigentlich, und eigentlich ist es also so ein Wort, das ist wie wenn ich einen Freund frage, wie geht's dir? Und er sagt, eigentlich gut. Kann aber so viel bedeuten wie, die Frau hat Scheidung eingereicht, das Auto hat in die Wand gefahren und der magersüchtige Hund ist gestorben. Er hat sich an einem Kolibri verschluckt. Sprich, eigentlich geht es ihm schlecht, sagt eben sie mit der, die ich etc. etc. habe. Eigentlich habe ich meinen Mann ja nur geheiratet, weil er mir so lange den Hof gemacht hat, bis er fast nicht mehr Nein sagen konnte. Heute macht er mir zwar nicht mehr den Hof, aber dafür den ganzen Haushalt. Hallo? Bedeutet doch für mich, dass sie dort einsam klatschen. Sie kennen das Problem. Wenn wir miteinander reden. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit ein bisschen rausgehen. Ist hure heiß da drin, hä? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ihr könnt schon lachen, aber ich stehe mit in den Scheiss drin. Nein, hört, wenn ihr so weitermacht, gibt es einen huren langen Abend heute. Und ich muss ja noch heim. Ich weiss zwar nicht wohin, aber. Jetzt bin ich wieder drin. Ich habe geistig geblättert. Also, wie gesagt, bedeutet doch für mich, heiraten ist eine einzige Lotterie. Du setzt dich nicht nur in die Freiheiten aufs Spiel, sondern ins ganze Glück. Rien aber blüht. Tschüss, ciao, arrivederci, fucicato, weg von der Bildschirmfläche, für immer und ewig. Ratzinger, Fatzinger, Sense aus, Amen. Urbi et Orbi, gestorben für ewig. Nur. Die meisten Männer heiraten ja nur, weil sie eine bestimmte Frau vergessen müssen und rennen nachher an einer anderen Frau an, damit sie die Frau vergessen, mit der sie geheiratet sind. Und wir machen das nicht extra. Es passiert uns einfach so. Also versteht mich nicht falsch. Nicht, dass ich gegen das Heiraten sein wäre, nein. Aber es muss ja nicht 24 Stunden am Tag sein. Und dann immer mit der gleichen Person. Ich kann ja schon lampen mit mir selber. Und wenn dann noch jemand dazukommt, dann sind Konflikte aber programmiert. Kommt sie doch letzte heim und fragt mich, Schatz, soll ich den weißen oder den roten Mantel kaufen? Fallen. Test. Bedeutet nämlich für mich zu erahnen, zu spüren, herauszufinden, zu schmecken, für welchen von diesen beiden Mantel sie sich schon entschieden hat. Und die Entscheidung hat sie im Vorfeld nämlich schon getroffen. Und mir ist doch scheißegal, welche von diesen beiden Mänteln sie nimmt. Aber nein.
Von mir aus kann sie 50 Mäntel kaufen, wenn sie selber zahlt. Tipp ich richtig, werde ich erst recht für eine Stunde hier dazu verdammt, über den Mantel zu reden. Und zu welchen möglichen Farben er passt. Und zu welchen Kleidern er sich kombinieren lässt. Tipp ich aber falsch, heisst, du interessierst dich überhaupt nicht für mich. Es ist dir völlig egal, wie ich angelegt bin. Könnte ich gerade so gut viertel blutige Gummistiefeln umeinander laufen. Wüsste ich ja nicht mehr die Farbe der Gummistiefeln. Und dann kommt sie wieder ihre obligaten spanischen Pyrenäen über. Migränen über. Oder wenn es ums Gewicht geht, noch viel schlimmer. Kommt sie doch letztens ein, fragt mich, Schatz, findest du, ich habe zugenommen? Sag ich, nein, aber es steht dir gut. Sagt sie, aber zum Glück bin ich nicht so dick wie du. Habe ich eine Frage gestellt? Liebenswürdig, fürsorglich, wie ich bin, sage ich ihr am Morgen, Jesus Gott, Schatz, du siehst auch noch müde aus. Sagt sie, schau dich doch selber im Spiegel an. Dann weisst du wenigstens, wie mit 80 aussiehst. Han ich's wollen wissen? Oder Frühlingsputz. Ich sitze 6 Stunden am Frühlingsputz. Kommt sie ein, sagt, was macht der Kübel auf dem Balkon raus? Sag ich, der schnappt halt ein bisschen frische Luft. Sagt sie, der Kübel gehört aber nicht auf den Balkon raus. Ich habe verstanden, ich bin raus, habe einen Pakt und rühre nicht die Wiesen raus. Sagt sie, wieso machst du das? Sag ich, der hat halt nur rund fliegen. Sagt sie, du hast ja nur Socken an. Sag ich, was hat das jetzt mit dem Kübel zu tun? Sagt sie, du könntest ja krank werden. Sag ich, bin die letzten 2 Jahre aber nie mehr krank gewesen. Sagt sie, aha, und wer muss sich dann pflegen, wer? Sag ich, sicher nicht du, für das habe ich eine Mutter. Und die freut sich drauf. Punkt 6, wisst ihr jetzt, was ich meine? Konfliktpotenzial. Ja, leck mir am Arsch. Egal, was ich sage, was ich mache, es ist immer falsch. Immer. Aber wie gesagt, ich persönlich lebe ja in einer sehr glücklichen und auch in einer sehr... Beziehung. Gut, auch wenn wir mal eine Lampe haben, wir sagen uns immer noch Schatz. Einfach mit 24 TZ. Nein, da kommst du schon Kopfweh über, ehrlich. Apropos Kopfweh, habt ihr das gewusst? Dass die Chemische hin und wieder Medikamente entwickelt und sich erst nach einem Brainstorming dafür entscheidet, für was das überhaupt einsetzen wollen. Habt ihr das gewusst? Oder dass man zum Beispiel den Cholesterinwert ständig aufsetzt, damit man noch mehr Leute für krank erklären kann, damit die Chemischen ihre Produkte auf dem Markt besser absetzen können. Habt ihr das gewusst? Schweigende Lämmer. Das hat mir der Vasilina gesagt. Oder sonst so ein Vasal. Ich habe euch etwas zu dem Thema.